So, hi, ich bin jetzt auf dem Weg zu mir in die Garage, oder in unsere Garage, die gehört ja nicht nur mir, sondern auch ein Kumpel von mir. Da werden wir heute mal gucken, werde ich euch mal die Doka zeigen. Darf da auch mir über die Schulter schauen, was ich mache, wird wahrscheinlich die Türverkleidung rausnehmen, Innenraum ein bisschen was machen, noch rausnehmen. Das hier ist das Auto, die T3, meine, wo ich richten werde, da werden wir jetzt Türverkleidung, würde ich sagen, rausmachen und mal gucken, was mein Akku noch hergibt, wie viel Video ich noch machen kann. Fette Kiste, fett was vor. Einiges zu schweißen noch. Werd dann auch demnächst einen Horror, vielleicht einen Horrorporn machen. Tja, Horrorporn. Hm. So einen teilzerlegten Zustand, Roststellen zeigen. Wird bestimmt auch cool und fett. Und ich hoffe, ich krieg das so hin, dass ihr Spaß dran habt. Ich werde probieren, wenig rausschneiden, weil ich finde, dadurch, dass ich kein Profi bin, kann ich auch Fehler zeigen, wo ich mache. Und daher ist auch scheißegal, was manche denken, weil ich mache so, wie ich denke. Tipps bin ich immer offen, aber verfette Scheiße. Vor allem hier drin ist geil kühl, weil ich gedacht habe, die Bude heizt sich auf wie blöd, aber hier ist angenehm kühl. Mega geil, hey. Ich zeige euch jetzt, wie kreativ manche Menschen sind, wenn es um das Thema Löcher verstecken geht, was sie alles hinkriegen. Der Wahnsinn, was hier gleich rauskommt. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe ihn nicht mehr gekriegt. Absolute geil. Mega Hammer. Da bepisst du vor Lachen, wie kreativ die wirklich sind. Also auf was für Ideen manche kommen. Allein bei dem Auto sind ja ein paar, also da ist einer reich geworden an Spachtelmasse. Richtig reich. Aber zeige ich ja noch alles. Aber jetzt zeige ich erstmal das Geilste überhaupt auf der Welt. Wie geil manche Leute sind. So, einmal. Reparaturblech. Selbst hergestellt. Hammergeil. So, das ist einmal eine Schicht Blech. Da kommt ja nochmal was. Wie geil. Ja, kann nur noch um Stunden handeln. Komm. So, geil, Alter. Blech Nummer 2. So, noch mehr Schrauben.
So. Wie geil ist das? Hat man mal kein Kennzeichen mehr, kein Reparaturblech hier für ein kleines Loch? Kennzeichen nehmen, paar Blechschrauben rein. Passt schon, wahrscheinlich von unten oder verspachteln, Farbe drüber. Ab zum TÜV, nimmt ab, garantiert. Mega cool. Ja. Da. Bisschen Loch war es. Bisschen. Kriegen wir hin.